Also das ist mein Schreibtisch mit einem sehr abgenutzten Stuhl, den ich mal irgendwann neu kaufen sollte. Aber ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Hier ist so ein Schrank, da ist eigentlich kein Malzeugs, der ist eher so. Also das ist ein Bilderrahmen, ist ein bisschen Malzeugs und so Zeugs, was ich manchmal für Verpackungen benutze, wenn ich Leuten Zeugs verschicke. Und halt Nähzeug, also da ist nicht so Malsachen drin. Hier ist mein PC mit meinem, also das ist mein Grafikmonitor, auf dem ich malen kann. Irgendwo da drüben liegt der Stift. Wie gesagt, das ist nicht so wahnsinnig ordentlich. So ein bisschen aufgeräumt habe ich aber eigentlich nur den Tisch. Hier wollte ich eigentlich meine Platte hinmachen und meine ganzen Bilder aufhängen. Dazu bin ich immer noch nicht gekommen. Da ist so ein, mein Aquarellzeugs eigentlich und da hinten, das ist für Bleistifte, also für Stifte und sowas zum Spitzen, weil ich mag nicht diese anderen Spitze eigentlich. Wie gesagt, hier ist mein Computer. Hier ist meine andere Seite. Hier ist so ein Organisierdings, da sind Briefmarken, teilweise auch echt veraltete, aber ich wollte sie mal aufbrauchen, falls mir was fehlt. Für Verschicken, hier sind so Briefe zum Verschicken, also meistens verschicke ich aber die weißen. Und so für Kakaokarten, ein paar zurechtgeschnittene, dann ein paar Folien für Kakaokarten, auch so Schmierzettel für Kakaokarten, also das ist wirklich ganz dünnes Druckerpapier. Hier ist mein Washi-Tape Tower, also das ist auch komplett voll. Hier sind so Reste von Papieren, wo ich nicht das ganze Blatt gebraucht habe oder so, wo ich mir ein bisschen was von meiner Rolle runtergeschnitten habe, dass ich nicht jedes Mal in die Rolle muss. Hier sind so Stifte, die irgendwie rumlagen. Ich habe die einfach mal da reingemacht, weil ich keinen Bock habe gehabt, die zu sortieren. Hier so ein Skizzenbuch und noch ein neues Upgrading, was ich heute schon bei der Arbeit aufgemacht habe, aber noch nicht so richtig zugeordnet habe. Hier ist mein Drucker, ein Scanner. Dann hier unten, da ist alles Mögliche. Da ist Laminierpapier und Versandtaschen. Hier sind alles Mögliche an Papieren, meistens Aquarellpapier. Also ich habe echt viel verschiedenes Aquarellpapier ausprobiert. Also das sind richtig tiefe Schubladen. Aber eigentlich benutze ich trotzdem die ganze Zeit das Gleiche. Also ab und zu benutze ich aber auch das. Und aber auch Markerpapier und sowas ist hier auch drin. Oder hier Hahnemühle Nostalgie und Mixmedia-Papier. Oder einfach so ganz billige Skizzenbücher, die ich mal im Teddy gekauft habe. Zum eigentlich, also das ist, glaube ich, liniert, das ist nur so zum Ideen reinschreiben. Hier unten sind Farben. Da sind zum Beispiel die White Nights. Das sind die Van Gogh. Irgendwo da unten sind meine Gouache-Farben, genauso wie hier. Hier sind die gouachefarbenen Tuben. Hier sind so random Stifte. Hier sind Tinten. Ich glaube, da unten ist noch. Ich glaube, da unten sind flüssige Aquarellfarben. Und hier sind so Gouache. Goldfarben, die ich nicht gar nicht so gut finde. Die sich auch immer jedes Mal trennen und ich muss sie jedes Mal mixen. Die sind gar nicht so toll. Hier sind noch so ein paar Reiseaquarellpaletten. So ganz kleine. Oder sowas. Das ist so eine Gold- und Interferenzfarben oder sowas. Und hier sind, glaube ich, die ja, flüssig und so UV-Farben, die ich glaube ich einmal benutzt habe oder vielleicht dreimal, wenn es hochkommt. Okay, das ist ein bisschen ungeschickt, dass ich das jetzt alles mit einer Hand mache. Moment. So. Dann da wieder rein. Dann habe ich hinter mir so ein paar Poster und so ein Regal, wo ich ein paar Sachen, wo ich zum Beispiel ein Bild, was ich geschenkt bekommen habe, oder so ein paar Postkarten, die ich habe, aufgehängt habe. Hier ist einfach nur billiges Druckerpapier und ja, ein paar Acrylpinsel. Hier ist so, sind so meine Lieblingsbilder drin. Die werden regelmäßig umsortiert. Also die von mir selbst gemalte. Natürlich. Hier sind meine Polychromos. Hier sind die Prismacolors. Hier sind meine Kakaokarten. Das sind
Copics und Ohuhus in der Tasche. Acryltinten, flüssiges Aquarell, also so Aquarelltinte von Ecoline. Lauter Holzzuschnitte, auf die ich mein Aquarellzeugs draufpacke, zum Befeuchten von irgendwas, von Farben oder so. Hier sind meine. Also, das ist übrigens so eine Staffelei, die man aufstellen kann. Das ist so eine Tischstaffelei, aber ich benutze die letzte Zeit nicht so oft. Hier sind Acrylfarben und so Zeitungsdinger, die ich dann drunter lege. Also, ich habe die von Arteza und sonst habe ich so random Dinger. Mal ein bisschen teurere, mal günstigere, aber ich habe auch viele, die. Hier liegt oben keins. So vom Norma oder so, die sind eigentlich genauso gut. Also, dann habe ich hier irgendwelches random Zeug, Pinsel, Saubermachzeugs, Klebstoff, Firnis. Hier ist, weiß gar nicht, was da drin ist. Ah, das ist so Deko-Zeug, was ich mir mal gekauft habe für Fotos. Ich habe das, glaube ich, bisher noch nie benutzt. Ja. Also ein paar von den Sachen habe ich benutzt, zum Beispiel die hier. Ja, okay, dann praktisch. Hier ist auch so random Zeug. Ich weiß keine Ahnung, was das ist. Ja, das gehört dann nicht hier nicht rein. Also hier sind vorwiegend so kleine Kisten, die ich manchmal im Teddy kaufe und ich bemal die. Zum Beispiel wie hier. Das habe ich mal bemalt für mich. Da sind zum Beispiel hauptsächlich USB-Sticks und sowas drin. Und Labelle. Und geht auch gar nicht zu. Dann. Ich weiß selbst noch nicht, wo ich das unterkriegen soll. Keine Ahnung. Irgendeine andere Kiste. Hier ist in den zwei Dingern, das sind so, die man so aufmachen kann, das sind keine richtigen Bücher, da sind Sticker drin. Das ist mein Aquarellkasten, den ich ja nicht meistens benutze mit Schminke. Hier sind so ein paar Kunstbücher, manche echt alt, also diese ganzen Animania-Manga-Zeichen-Lernbücher habe ich bestimmt seit 20 Jahren nicht, aber 17 Jahre bestimmt. Also die habe ich bestimmt mit 13 oder so bekommen. Genau. Und so ein paar Random-Stifte, also die sind auch ein bisschen sortiert. Hier sind so Gelstifte, hier sind Liner, hier das sind alles Aquarellstifte und weiter hinten sind einfach irgendwelche anderen Stifte. Das hier sind eher so Skizzierstifte, also die kann man radieren zum Beispiel auf der Seite und auf der Seite sind die Aquarellstifte. Und hier ist dann noch so ein mit unsortierbarem Zeugs, wo ich noch keinen Bock hatte, das zu sortieren oder irgendwo hinzutun. Und hier ist Aquarellmarker und lauter Dekopapier. Ja, wie gesagt, hier ist nichts drin, was Künstlerbedarfszeugmäßig ist. Das hatte ich schon. Das habe ich noch nie. Hier ist aber auch nichts Besonderes drin. Babyöl zum Verschmieren von so Buntstiftzeichnungen und so ein Eckenstanzer, Zirkel und so ein Quatsch. Ist hier drin. Hier in der Schublade sind. Das sind meine ganzen Kakaokarten. Skizzen drin. Und hier ist ein paar Skizzenbücher. Mein Kornhorn ist hier drin. Und ich glaube noch, ja, die paar Auffüllerpacks von dem Copics habe ich hier noch drin. Und hier ist auch noch so Zeugs, was ich auf Vorrat habe. Irgendwas. Zum Beispiel diese Minen für die Mono-Eraser. Also, das ist Vorratzeugs. Da hinten ist, glaube ich, gar nichts eigentlich. Und unten ist super random Zeugs. Weil ich eine Weile lang ja doch Puppen bemalen wollte, habe ich halt hier sowas wie zum Wegmachen von dem Make-up von denen Nagellackentferner und sowas und Wattestäbchen, doppelseitiges Klebeband und Wattestäbchen und dann sind hier noch ein paar Stempel und so Modelliermasse. Ja, das war's eigentlich. Es ist echt viel und kein Mensch braucht sowas, aber ja, ich habe das halt mir irgendwie zugelegt.